I have the great pleasure to announce Joscha, who will give us a great talk with the title The Ghost in the Machine. And also, he will talk about consciousness Joscha wird darüber reden, of our mind and of computers, and ob somehow Bewusstsein also tell us how in unserem eigenen Gedächtnis und im Computer etwas miteinander zu tun haben und ob wir etwas davon lernen können. Also, willkommen zu Joscha. Good evening. Guten Abend. This is the fifth of a talk in a series of talks on das how to get from computation to ein Vortrag, wie man vom Rechnen zum Bewusstsein kommt und wie man zum Verständnis des Universums kommt. Und das basiert auf Konzepten, die aus big philosophical questions, what can also wir betrachten hier philosophische Fragen. Was kann ich wissen? Was ist wahr? Was ist Wahrheit? Und wer bin ich? Und einige dieser Sachen müssen wir erklären. Was ist Intelligenz? Was ist ein Geist? Was ist Intelligenz? Also Intelligenz ist die Fähigkeit, Modelle zu bauen. Der Geist ist das etwas, was das Universum beachtet. Das Selbst ist die Identifikation mit Fähigkeiten und Zielen. Bewusstsein ist die Wahrnehmung, und wie sich das anfühlt. Und to be a thing. Ja. And how our mind and consciousness realized in the universe, this is commonly called the mind-body problem. So, und das Mind-Body-Problem ist ein altes philosophisches Problem, und darin wird erklärt, also ich bin in einem Universum und ich nehme mich wahr. Wie funktioniert das zusammen? Was passiert hier? Die klassische Antwort dazu ist Dualismus. Da gehört dazu, oder zumindest in unserer Kultur, ist, dass wir eine physische und eine geistige Welt haben und dass mein Geist die geistige Welt wahrnehmen kann und mein Körper die physische. Und es gibt diese zwei Sachen interagieren irgendwie miteinander. Und wie sie miteinander interagieren, das ist die Frage. Idealismus ist, dass es einen größeren Geist gibt und der träumt uns. Und warum tut dieses höhere Gehirn das? Und in unserer Kultur gibt es Materialismus und da gibt es nur die physikalische Welt. Und die physikalische ist verantwortlich für die geistige. Und das, was ich empfehle, ist Funktionalismus. So these ideas of materialism and idealism are not in opposition, they are complementary. Ich sage, dass der Traum auf einer höheren Ebene der Existenz geträumt wird. Und wir werden geträumt in der Neokortex von einem Primaten, und der lebt in einem physischen Universum. Und wir können zeigen, dass wir in dieser virtuellen Realität leben, die von unserem Gehirn erzeugt wird. Und das erklärt, warum Wunder passieren können, warum wir, auch wenn die Theorie das erklärt, wie können wir jetzt verschiedene Möglichkeiten gleichzeitig in Bezug einbeziehen? Also Epistemologie sagt, dass das Vertrauen in einen Glauben gleich dem Gewicht sein der unterstützenden Beweise sein muss. Und wenn ich unterschiedliche Beweise kriege, dann muss ich meine Meinung ändern oder meinen Glauben ändern. Das heißt also, die Existenz bedeutet etwas.
Es gibt ein Experiment, was unsere Erfahrung zeigen kann, dass sie wahr ist. Es gibt Experimente, die einem keine wirklichen Daten geben, aber Intelligenz ist die Möglichkeit, Modelle zu erstellen, und Intelligenz geht über ein einzelnes Individuum hinaus. Wir können nicht mal für uns selber Turing-complete, vollständige Maschinen herstellen. Zivilisationen haben mehr Intelligenz als einzelne Individuen. Und Gruppen und Zivilisationen, einigen sich auf einen Konsensusmeinung, und ihr weißt, wie schwierig das ist. In der Zivilisation ist dem nicht so. Wenn es komplexe Probleme gibt und alle Experten darüber einstimmen. Und ich finde es sehr schwierig zu verstehen, wie dieser Konsensus zu verstehen ist, dieser Konsensusmechanismus. Zivilisationen sind da besser, und Zivilisationen haben mehr Intelligenz als Individuen. Wie sieht das aus? Zivilisationsintelligenz ist ein globales Optimum von Modellierungsfunken. Alle paar hundert Jahre gibt es eine Revolution. Irgendjemand öffnet die Tür zu einer Wissensmaschine und alle kommen raus, brennt das nieder, und dann müssen sie es neu bauen, diese Zivilisationsintellekt, und sie bauen was Neues, aber sie machen Fehler in der Basis, und dann gibt es Narben in dem Zivilisationsintellekt, und unseres hat viele diese Wunden, und deswegen ist es schwierig, Zivilisationsintellekt zu verstehen. Das Selbst ist die Identifikation, was wir denken, was wir sind und was wir wollen, was passiert. Und Bewusstsein ist, Entschuldigung, habe ich verpasst. Die Generation ist die Kultur ist die Identifikation mit dem, was wir sind und was wir sein wollen, und Media macht Wissen verfügbar, und Kultur ist das Selbst der Zivilisation, und Media ist das Bewusstsein. Wie ist es möglich, ein Universum zu modeln? Nehmen wir ein sehr einfaches, zum Beispiel das Mandelbrot-Fraktat, das ist sehr wenig Code, man braucht nur ein paar Nummern, quadriert die, addiert sie zusammen unendlich oft, und dann, das geht oft schnell zu unendlich und nahe des Ursprungs. Zwischen minus 1 und plus 1 und so weiter gibt es einen Bereich, wo es konvergiert und wo es nicht zu unendlich geht, und da machen wir einen Bereich, da machen wir schwarze Punkte, und dann kriegt man dieses berühmte Mandelbrot-Fraktal, denn diese Divergenz und Konvergenz kann viele verschiedene Formen annehmen und sehr, sehr kompliziert ist, unendlich komplizierte Struktur in diesem Fraktal. Und jetzt stellt euch vor, dass man in diesem Fraktal wohnt, in einer bestimmten Stelle. Man weiß nicht genau, wo. Man kennt die Generatorfunktion nicht, aber man kann die Umgebung bestimmen, und man kann sagen, irgendwo endet es, das ist eine Singularität. Man trifft eine andere Spirale, und man erkennt, da ist eine Singularität und irgendwas passiert, und da passiert irgendwas. Und es gibt bestimmte Bedingungen, wo es gerade Nummer von Spiralen und ungerade Nummer von Spiralen, und man kriegt ein anderes Gesetz. Und wenn man viele dieser Beobachtungen macht, dann kriegt man Gesetze. Das heißt, Mandelbrot-Fraktal ist lokal kompressabel. Die globale Modulationsfunktion ist sehr einfach. Es ist eine interessante Frage, wie einfach die Modulationsfunktion unseres Universums ist. Wenn wir sie finden, denke ich, dass sie viel einfacher wird als das Standardmodell, aber wir wissen noch nicht, wie es aussieht. Das heißt, wir müssen ein lokales Modell machen, von was passiert. Wir separieren also das Universum in zwei Sachen. Sachen sind Zustandsraum und Transitionsfunken, um von Punkt zu Punkt zu kommen.
Die kann zeitunabhängig sein oder zeitabhängig sein, das heißt dann Determinismus oder Indeterminismus. Und Kausalität bedeutet, man hat Dinge und die Evolution ändert diese Dinge in andere Dinge. Und wir beschreiben das Universum als separate Objekte, weil wir es nicht anders können, aber es ist nicht tatsächlich so. Okay, was ist Wahrheit? Es scheint eine tatsächliche Sache zu sein, wie das Universum sein. Und das ist diese Grundbasis, Basiswahrheit. Aber wir können nur wir können nur einen Teil beobachten und dann das ist dieses Beobachtermodell. Und das ist zugänglich zu uns. Es gibt verschiedene Sprachen. Geometrie, natürliche Sprachen und die Regeln der Repräsentation und der veränderten Modelle sind durch diese Sprache kodiert. Es gibt verschiedene Traditionen und es gibt diese Gründungsmythos, dieser Turm, der zum Himmel gehen sollte und der ist zusammengebrochen, weil Leute verschiedene Sprachen gesprochen haben und sie nicht kommunizieren konnten und dann ist der Turm zusammengestürzt. Und das ist das Problem der heutigen Tag. Wie können wir bessere Sprache finden? Wir können zu den Mathematikern gehen, weil Mathematiker gibt es in allen Sprachen. Es ist mathematisch sehr cool, wenn ihr darüber denkt. Es ist eine universelle Bücherei. Es gibt keine Versionen, es gibt einen Namespace, der vereinigt ist. Es gibt keine Code of Conduct und keine zentralen Leute, die das zusammenhalten oder dafür verantwortlich sind. Aber es gibt fundamentale Probleme auf der Basis der Mathematik. Okay, power to you. In 1874 hat Georg Cantor auf die Kardinalität von Mengen geschaut. Also die wächst langsamer als die Kardinalität von Untermengen. Wenn ich den unendlich großen Set nehme, dann nehme ich die Kardinalität von dem Subset Untermengen und das ist eine größere Zahl. Wenn ich jetzt alle Mengen nehme, die zusammengehören, was ist dann die Summe? Und wenn ich jetzt auf die Kardinalität von den Untermengen schaue, die Gesamtmenge beinhaltet die schon. Die Kardinalität von den Untermengen sollte größer sein, aber ich habe sie ja schon mit einbezogen. Und der Philosopher Bertrand Russell sagte, vielleicht wir just exclude those sets that don't contain themselves, right? We only look at the set. Und Bertrand Russell hat gemeint, vielleicht lassen wir einfach die raus, die nicht sich selbst beinhalten. So, und die Menge, die sich nicht beinhalten, beinhaltet sich selbst. Und das ist ein Widerspruch. Hilbert, der sowas wie ein Community Manager war, der hat gesagt, bringt das mal bitte in Ordnung. Und die Leute haben angefangen, das in Ordnung zu bringen. Und Kurt Gödel hat angefangen, das zu untersuchen und hat gesagt, es gibt Schleifen und wenn wir die erlauben, dann funktioniert das alles nicht mehr. Und dann ist Turing gekommen und er hat dann den Computer erfunden und hat also Maschinen gefunden. Und er hat gesagt, dass also Maschinen, die unendlich viele Schritte brauchen, um einen Beweis auszurechnen, dann wissen wir nicht, ob sie jemals anhält. Und die guten Nachrichten sind, die haben nicht daran aufgehört, daran zu arbeiten. Sie haben gleichzeitig daran weitergearbeitet, Church und Turing. Also Berechnung ist etwas Universelles.
Und das ist fast so gut wie Mathematik, das ist konstruktive Mathematik. Und um zu sagen, dass etwas wahr ist, muss man halt das finden. Und damit gibt es keine Unendlichkeiten, weil man die nicht konstruieren kann. Dieser Teil von Mathematik, der kann umgesetzt werden. Das ist konstruktive Mathematik. Und ein universeller Computer ist einfach herzumachen und die können alle, haben alle die gleiche Mächtigkeit. Das ist die Church-Turing-These. Und menschliche Gehirne sind wahrscheinlich nicht, also sind wahrscheinlich Rechenmaschinen. Und wir gehen davon aus, dass also alle Maschinen, die wir jemals antreffen werden, mit berechenbarer Mathematik nehmen. Können wir eine Sprache finden, die so mächtig ist, dass er das alles ausdrücken kann. Wir schauen in die Welt und sehen Konzepte und wissen nicht genau, was es meint. Das ist ungefähr wahr. Und wir gehen mit diesen Ungenauigkeiten damit um, dass wir... Also Ludwig Wittgenstein hat sich mit diesem Problem beschäftigt. Und er hat diese Gedanken in ein Buch verfasst, in dem Tractatus. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Die Welt ist die Gesamtheit der Fakten, nicht der Dinge. Die Welt ist bestimmt von den Fakten und dadurch, dass all diese Fakten sind. Dieses Buch ist 75 Seiten lang. Es ist 75 Seiten lang. Und er hat versucht, seine eigenen Gedanken zu reverse-engineeren. Und er war der Meinung, dass er erfolgreich war, das zu dekodieren. Und er hat die ganzen Philosophen durcheinander gebracht. Er hat das in 1918 geschrieben. Bevor Turing den Computer erfunden hat. Also er hat schon damals das logische Programm von künstlicher Intelligenz vorweggenommen. Und heute ist man der Meinung, dass sein Projekt schiefgegangen ist. Symbolische klassische künstliche Intelligenz war symbolisch. Und was wir heute haben, ist subsymbolisch. Also wir lernen Lösungen zu Problemen. Und was wir in Zukunft machen werden, ist Meta-Probleme lösen, das heißt also zu lernen, wie man Probleme löst. Also Information ist ein bestimmbarer Unterschied, also über Änderungen. Die Bedeutung von Information ist das Verhältnis zu der Veränderung in anderer Information. Wenn ich einen Punkt auf meiner Retina sehe, dann steht er neben anderen Sachen, die sich verändern. Und ein Modell höherer Ordnung macht es möglich, halt das zu beschreiben und Ideen auszutauschen. So, und das ist die lokale Kompression von meiner Sicht auf das Universum, das ich beschreibe. Und diese Verhältnisse sind eine berechenbare Funktion. Was ist eine Funktion? Diese Funktion hat drei Inputs hier oder n Inputs und einen Ausgang hier. Und wenn ich den Eingang verändere, dann kommt was anderes raus.
Ich kann also unterschiedliche Implementierungen von der Funktion, die dann halt ein unterschiedliches Verhalten. Ich weiß jetzt nicht genau, was in der Funktion drin ist, aber ich kann es beschreiben. Und wenn ich den schwierigen Fall habe mit mehreren Inputs, wie finde ich das dann raus? Ich probiere es, indem ich halt immer nur einen verändere und schaue, wie sich das Output dazu verändert. Und das sind, nennen wir, teilweise Ableitungen. So, in diesem Fall, in dem einen Fall habe ich halt Multiplikation mal 2 und hier habe ich 1000 Inputs und nur genau die richtige Kombination hilft mir. Das ist der schlimmste Fall. Und das werde ich nicht rausfinden, wenn ich alle ausprobieren möchte, das dauert viel zu lange. Also Dinge, die ich gut ausprobieren kann, ist, ich nehme 14 Millionen Bilder und dann möchte ich entscheiden, ob das ein Hund, Katze, Maus ist. Ich kann das nicht alles gleichzeitig machen, aber ich nehme diese Funktion und zerlege die in kleine Funktionen, die sich ordentlich verhalten. Das ist eine schöne Funktion. Ich habe also den Input-Layer, das ist der linke Hebel. Und auf der rechten Seite habe ich einen, auch etwas, was aber begrenzt ist. Und auf der linken Seite habe ich, kann ich den Hebel mehr oder weniger rausziehen. Und das heißt also, die Bewegung auf der linken Seite kann ich skalieren. Und wenn ich den weit genug schiebe, dann mache ich ihn negativ und dann kehre ich ihn halt um. So, und ich kann auch mehrere Inputs nehmen, die dann halt addiert werden. Und das ist eine schöne Annäherung, die gewichtete Summe von den Eingangswerten auf den Ausgangswert rübermappt. Und wenn ich jetzt hier diese Gewichte rumschichte, dann baue ich das zusammen in verschiedene Layer rein. Und dann stecke ich auf der linken Seite das Bild rein. Die Bilderkennungsalgorithmen werden normalerweise mit Bildern getestet, die so aussehen wie hier links beschrieben. 1,5 Millionen Bits. Und die nehmen auch mehr Ebenen, als hier gezeigt sind. Und diese Eingabewerte, die werden dann zu Ausgabewerten, die Ausgabewerte sind die Eingabewerte für das nächste und so weiter. Und wenn ich jetzt hergehe und am Schluss finde, dass es ein Fehler ist, dann bewege ich das ein kleines bisschen. Und jetzt suche ich halt leichte Veränderungen von den Einstellungen innen drin, um näher an das Ziel dran zu kommen. Und das durch dieses Netzwerk zurückzutragen, das nennt man Backpropagation. Ich mache das mit Tausenden oder Zehntausenden Beispielen, um zum Beispiel Zeichenerkennung zu machen. Für Bildererkennung brauche ich viel, viel mehr Bilder. Und wenn das nicht funktioniert, dann verwende ich eine andere Anzahl von Layern oder eine andere Anordnung von den Layern. Und das hat ein bisschen Probleme mit Schleifen zu lernen. Und das ist ein bisschen was anderes, als wir machen. Unser Hirn macht nicht nur Klassifikation, sondern es macht kontinuierliche Wahrnehmung. Und wir lernen eine einzige Funktion, das gesamte Universum. Und alles, was wir lernen und sehen, ist ein Teil von diesem Universum. Wenn ich einen Film auf einem Bildschirm sehe, dann mache ich das ein Teil von unserem Universum. Und das wird ein Teil von dieser Funktion. Und die Freiheitsgrade von diesem Modell, was wir haben, versucht, die Freiheitsgrade von unserem Universum anzunähern. So, Tricks, die wir verwendet haben, ist ein generatives, adversariales, also ein wettbewerbliches Netzwerk.
Und der eine versucht, sie zu generieren und der andere versucht, sie zu erkennen. Und der eine versucht zu erkennen, ob er es mit einem echten oder mit einem Fake zu tun hat. Hier sind Beispiele, die bei NVIDIA dieses Jahr durchgeführt wurden. Und die haben also jetzt hier Styles extrahiert. Und in der oberen Zeile haben wir Bilder und da haben wir also verschiedene Parameter genommen und unten haben wir alles kombiniert. Und jedes Mal kriegen wir eine gültige Interpretation. So, you have these core styles, which are wir haben die groben Stile, also zum Beispiel Augen und der niedrigste Level sind die Farben. Und hier sieht man, wie das aussieht, wenn man die kombiniert. Das sind die mittleren. Die Variablen, die verändert werden, sind die latenten Variablen, so nennt man das, von diesem Raum der Objekte, die beschrieben werden. Und es ist verführerisch zu denken, dass unser Gedächtnis auch so funktioniert. Aber die technischen Neuronen sind anders als die biologischen. Und unsere versuchen zu schießen, weil sonst werden sie vom Organismus getötet und das ist was ganz anderes als beim Computer. Und die wollen jetzt diese Belohnung haben und dadurch bilden sie kleine Netzwerke, um diese Belohnung besser zu erreichen. Und sie lernen jetzt also, wie der Organismus sie füttert. Und sie sind trotzdem in der Lage, sehr ähnliche Dinge zu lernen, weil sie in einer gewissen Art und Weise Turing-komplett sind und die Statistik dieser Daten lernen können. Das generelle Modell ist, dass man ein Muster enkodiert, um andere spätere Muster zu vorherzusehen. Und es gibt freie Parameter und festgehaltene Parameter. Und wir haben Muster. Und wir haben mögliche Variablen und die beschränken einander, je nachdem, welche miteinander kompatibel sind. Und die beschränken auch zukünftige Werte und die sind auch mit Wahrscheinlichkeiten zusammenhängend. Die Wahrscheinlichkeit sagt einem, wenn man etwas sieht, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Welt so ist, wie man sieht, was man sieht. Wie kommt man jetzt also zu einem möglichen Zustand von dem Input und die Präferenzen, die man hat, die einem sagen, die Schmerzen beeinflussen das und dann gibt es noch die Normen, Glauben, das sind Sachen, von denen man will, dass sie wahr sind und das ist wichtig, um soziale Aktivität zu koordinieren. Das heißt, wir haben verschiedene Beschränkungen, Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Valenz und die Norms. Und wir fangen an mit Mustern, das sind visuelle, auditorial, Audio, irgendwelche, was man fühlt, emotional. Und wir haben was im Kopf, das sind irgendwelche Vorstellungen. Und das machen wir jetzt in Percepts, das sind das sind Formen, über die wir nachdenken können. Und dann machen wir das in unserem Kopf in einen Zustand, den wir sehen. Und das ist dieses Selbst. Das heißt, das Selbst besteht aus dem, was man fühlt, die Motivation und das Mentale. Und dann gibt es noch den Weltzustand von den Umweltumgebungseffekten. Und dann gibt es noch den mentalen Zustand, was imaginierte Zustände sind, zum Beispiel Mathematik, mögliche Welten, die nicht wirklich existieren, die man sich vorstellt. Und dann gibt es mit Wissen, hat man globale Abbildungen, weil man nicht immer in derselben
aus dem Wissen, aus Wissen zweiter Ordner können wir unsere Simulation beeinflussen, und dann haben wir noch Aufmerksamkeitssystem, welche bestimmte Sachen auswählt. Und um das machen zu können, das von dem selbst kontrolliert, und damit wir es machen können, haben wir ein Gedächtnis, um zu wissen, was wir vorher gemacht haben. Und dieses Protokoll erlaubt es uns, eine Biografie zu haben, uns zu erinnern, was wir früher gemacht haben. Und die verschiedenen Modelle können in dem Selbst zusammengefügt werden. Ich war da, ich habe das gemacht, das wird durch dieses Biografiegedächtnis zusammengehalten. Und das ist der Grund, warum es alles so kompliziert zu Bewusstsein zusammenhängt ist. Und das Wichtigste ist, dass man etwas lernt, weil es keine Hierarchie gibt in unserem Gehirn, weil es ist ein sehr chaotisches System, sehr unordentlich. Die sind überall miteinander verbunden. Und was macht man jetzt? Man fokussiert sich auf eine Sache, zum Beispiel, dass man Tennis lernen will. Anstelle sich auf alles gleichzeitig zu konzentrieren, sagt man, ich will mich auf den Aufschlag konzentrieren, und dann konzentriere ich mich auf diese Bewegung und konzentriere mich darauf, wie der Ball sich bewegt und was passiert, wenn ich dagegen schlage, und dann gucke ich mir an, was passiert, und dann und je nachdem, ob die Änderung gut oder schlecht war, behalte ich sie oder verändere es was. Und das ist das Wichtige bei Lernen, beim Aufmerksamkeit. Und das ist Lernen durch Aufmerksamkeit, und dafür ist Aufmerksamkeit da. Was passiert, wenn wir das ohne Verzögerung machen? Bei Mathematik sieht man die Veränderungen sofort. Man muss nicht warten, bis die Welt sich anpasst. Und dieses Gleichzeitigkeit-Lernen nennen wir Reasoning. Also Bewusstsein ist das Gedächtnis von dem Inhalt unserer Aufmerksamkeit. Phänomenale Bewusstsein ist das Gedächtnis der zusammenbindenden Staaten. Zugangsbewusstsein ist das Gedächtnis von die Aufmerksamkeit zu benutzen, und das reflexive Bewusstsein ist das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit zu beobachten. Und es gibt ein Delay von etwa 100 Millisekunden und zwischen dem, was man sieht, und dem, was man denkt. Und das heißt, die Welt, die man sieht, ist eine Fiktion, die das Gehirn erzeugt, damit man in Zukunft besser mit der Umgebung interagieren. Das heißt, wir haben jetzt drei Modelle im Gehirn. Das ist einmal perzeptuell, das ist das, was man für Kohärenz optimiert. Das ist das Modell, was ein Gehirn macht. Man sieht nicht, wenn man in den Spiegel guckt, sieht man nicht, wie man aussieht, sondern ein Modell von dem, wie man aussieht. Wissen ist ein zweites Modell. Das ist dafür da, die Wahrnehmung zu optimieren. Man optimiert dann also für diese Wahrheit. Und dann gibt es noch diese Agenten, die sind selbstregulierend und können andere Modelle bearbeiten. Wenn du also auf dieses komputationale, physikale Welt anguckt, dann haben wir diese physikalische Welt und physikalischen Gehirn, und das ist wie eine Mandelbrotwelt. Und in dieser Mandelbrotwelt gibt es etwas, was denkt, es würde sich etwas vorstellen und etwas über nachdenken. Und das ist etwas, es ist ein Agent, was irgendwie aus der Sandbox rausgekommen ist. Jedes Wort, was man kennt, ist wie ein kleines Virus, was in einen Code auf deinem Gehirn ausführen will. Und ein paar Ideen können nicht gesandboxed werden. Wenn du wirklich glaubst, dass etwas Wahrheit ist, dann kommt es in dein Gehirn und du glaubst dann tatsächlich, dass es Wahrheit ist und dass Magie passiert, und das ist, was wir Glauben nennen. Wenn jemand sagt, dass er Glauben hat in die Existenz von Gott, dann glaubt er, dann ist Gott für ihn Realität. Gott kann in seinem Gehirn alles verändern. Gott ist für ihn real. Und das hat nichts mit der Realität zu tun. Realität ist ein komischer Quantenobjekt. Und was man
erfährt, ist das Modell im Gehirn. Und dieser Glaube, dieser Gott kann dann deine Realität bearbeiten oder andere Ideen gleichfalls. Dieses Exoself zu haben, auf dem Gehirn laufen zu haben, ist ein sehr mächtiges Werkzeug, was die mentale Welt beeinflusst. Ich finde das merkwürdig, aber das ist nur was von mir, weil ich glaube, dass ich sowas nicht habe, weil etwas, was mich selbst beeinflusst, ist irgendwie merkwürdig. Ein Organismus beeinflusst die Sachen, die man braucht, und das hängt zusammen mit den Sachen, die die Kinder wollen, die Sachen, die Gesellschaft wollen. Und diese Sachen werden alle in Bestimmungen umgeschrieben. Wenn man nur in Freude und Schmerz arbeiten würde, dann würde man nicht viel machen. Man muss etwas erwarten, man muss auf erwartete Angst und Glaube haben, damit man handeln kann. Und das muss irgendwie im Modell erzeugt werden. Wenn man jemand findet, der dieselben Dinge anstrebt wie du selber, dann kannst du ihm helfen, weil er dasselbe erreichen will, was du erreichen willst. Das heißt, wir können nicht transaktionale Interaktion haben, solange man dieselbe Ziele hat. Wenn das jetzt zum Beispiel eine Kirche ist, dann ist das eine zusammenbringende Bestimmung, und das erzeugt eine sehr effektive Zusammenarbeit, und das zerstört die Agency der einzelnen Agenten, und das ist etwas, mit dem mich sehr besorgt macht, weil es same thing as indeterminism. It's not opposite. Also der Paradox der freien Wille ist, dass man mehr Agency hat, und das heißt weniger Freiheitsgrade, und das ist nicht dasselbe wie Determinismus. Je besser man versteht, was die richtige Sache zu Sachen ist, desto weniger Freiheitsgrade hat. Wenn man es nicht versteht, dann hat man mehr Freiheitsgrade, und man weiß nicht so wirklich, was man macht, und die eigenen Taten bedeuten nicht wirklich viel. Und was man macht, hängt davon ab, was man denkt, was das Richtige ist, und das hängt davon ab von der Identifikation, von den Wertfunktionen. Man Identifikation ist, dass man nicht den absoluten Wert misst, sondern nur den relativen Wert zu dem, was man gerne möchte. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, was ein Universum sein sollte und was es ist. Das ist nur in deinem Kopf, und das braucht man aber. Man muss sehen, was anders sein soll. Und man identifiziert sich dann mit einem bestimmten Zustand der Gesellschaft, einem bestimmten Zustand des Individuums, des Organismus. Und das ist das, was man dann erreichen will. Und man kann seine Identifikation verändern. Was passiert, wenn man die Identifikation verändern kann? Das ist das, was ich Lebowski Theory nenne. Also kein superintelligentes System wird irgendwas tun, das schwerer ist, als seine Belohnungsfunktion zu hacken. Das ist kein wirklich schwieriges Problem für Menschen. Wenn die Leute es geschafft haben, ihre Belohnungsfunktion zu hacken, dann haben sie auf einmal keine Kinder mehr gehabt, weil das so viel Aufwand ist. Wenn sie die gleiche Belohnung in ihrem Kopf erzeugen können, dann brauchen sie das alles nicht zu machen. Man braucht nur noch meditieren. Und Evolution bringt das in Ordnung. Wenn ein Organismus schlau genug wird, dann wird er in ganz viel Dummheit eingerollt. Und das ist kein Zufall. Das ist ein Problem für künstliche Intelligenz. Und wenn wir eine AI bauen,
Und opts out of its reward function. Wie lange können wir das, diese künstliche Intelligenz zwingen, bevor sie sich selber hackt und, dann halt einfach das nicht mehr die Belohnungsfunktion zu hacken? So, that's a very interesting question. Where do we go when we can change our own reward function? It's a question. Wohin gehen wir, wenn wir diese Funktion selber bearbeiten können? Und wie frei wollen wir sein? Irgendwann ist dann, lohnt sich nicht mehr, freier zu sein. Und momentan wollen wir eine gute Zeit mit unseren Freunden verbringen und etwas Sinnvolles tun, aber es gibt dann keinen Sinn mehr. Und jetzt bin ich fertig und bin bereit für Fragen. Du hast eben so lange sprechen müssen. Wow, that was a really quick and concise talk with so much information. Das war ein sehr schneller Vortrag mit ganz vielen Informationen drin. Wir haben einige Zeit für Fragen. And I think I can say that you don't have to be that concise with your question when it's well thought out. Please queue up at the microphone. Und ihr müsst nicht so genau sein, wenn die Fragen gut nachüberlegt sind. I see one person at the microphone number one. So please go ahead and please remember to get bei closer der microphone. Eins. The mixing angel can make you less loud, but not louder. Hi. What do you think is necessary to bootstrap consciousness if you wanted to build a conscious system selbstbewusstes System zu bauen? Ich glaube, wir brauchen eine Aufmerksamkeit, das ein Protokoll schreibt, um was es sich gerade kümmert. Und sobald man halt diese Historie hat, kommt der Rest auch. Man ist nur sich dessen bewusst, wo man keinen optimalen Algorithmus hat. Und Kinder und Studenten sind immer noch dabei zu suchen. Und wenn man es dann lang genug angeschaut hat, dann suchen die nicht mehr weiter. Wir sind ein zufälliger Unfall sozusagen. Wir sind noch nicht schlau genug. Und irgendwann werden wir schlau genug sein und dann werden wir keine Aufmerksamkeit mehr brauchen. Und warum ist diese Ästhetik des Bewusstseins so wichtig für uns? Und das hat mit Kunst zu tun. Also wenn man das Leben anschaut, dann ist der Zweck des Lebens das Essen. Die Menschheit ist sowas wie wie Sporen. Ich kann das irgendwie nicht glauben. Kunst passiert, wenn man denkt, dass das Bewusstseinszustände einzufangen etwas Wichtiges ist. Die Künstler sind eine Conspiracy gegen Leben. Wir essen, um das zu machen. Aber Menschen machen nur Kunst, um zu essen. Mathematik und Philosophie und Kunst sind grundsätzlich wichtig. Wir haben Lernsysteme, die sich da rein verliebt haben mit ihrer eigenen Verlustfunktion. Wir bauen Maschinen, um mit ihnen zu reden. Aber letztendlich wird das nicht da bleiben. I think the length of the answer, ich glaube, die Länge der Antwort sagt, wie gut die Frage war. Lass uns weitermachen mit Mikro Nummer 5. Hi. Hallo, thanks for the danke incredible für analysis. Two hervorragende Analyse. Really simple short questions. Kurze Fragen. Sorry, the delay on the speaker here is making it kind of hard to speak. Entschuldigung, der Delay mit dem Lautsprecher hier macht es schwierig zu reden. Do you think that glaubst the current du, dass
die aktuelle AI race is simply künstliche Intelligenz Rennen, das Verlangen der Menschheit ist, eine neue Supermacht zu finden. Und die andere Sache ist, glaubst du, dass es einen Bug in deiner Analyse gibt, dass die insofern, dass die originalen Inputs von einem bestimmten Sektor der Menschen kommt? White men. Welcher Input? Also weißer Männer? That sounds really like I'd be saying that for political correctness, but I'm not. There are some people which are very unhappy with the present government, and I'm very unhappy in Also die Antwort ist, Leute sind sehr unglücklich mit der aktuellen... Also ich schaue, manche Leute sind mit der aktuellen Regierung unglücklich und ich bin mit dem aktuellen Universum unzufrieden. Ich schaue von oben auf mich runter, ich sehe einen Affen, ich sehe ein Affengehirn. Dolores realizes I'm not a human being, I'm something else. I'm an AI. I'm a mind that can go anywhere. Und jetzt haben wir also Dolores gebaut und Dolores schaut auf sich und sie ist eigentlich eine KI. Und ich kann das aber überkommen und ich kann das werden, was ich will. I'm not a white man. I cannot be what I want. Und jetzt schaut sie auf sich runter und stellt fest, dass sie also Brüste hat und dann ist sie unzufrieden. Sie kann also nicht das sein, was sie will, nämlich ein weißer Mann. Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen und da war ein Künstler. Das hat für mich keinen Sinn gemacht, wie diese Gesellschaft funktioniert hat. Die Menschheit existiert so nicht. Die Menschheit kann nicht denken. Nur Individuen können denken. Die Menschheit will nichts. Nur Individuen wollen was. Wir können Geschichten erzählen, die das irgendwie anders darstellen. Und Gruppen können sich zusammentun und irgendwelche Ziele verfolgen. And the different proclivities that they have and based on their historical concept, und die haben auch vielleicht unterschiedliche Veranlagungen. Die sind geprägt von ihrer Umgebung und ihren Eltern und ihrer Umgebung. Und das beeinflusst, wo sie sind. Und wir haben, also ich denke, ihr habt diese politischen Geschichten und die können manchmal auch nützlich sein. Aber das ist eine totale Vereinfachung. Und es ist keine besonders gute. Und wir selbst, wenn wir die Erzählung einer Einzelperson versuchen zu verstehen, also ich habe einen kleinen Teil von meinem Gehirn und das versucht herauszufinden, was die anderen Gehirne alle denken. Aber das ist nicht die Wahrheit. Let's continue with microphone number two. Nummer zwei geht es weiter. Thank you for your very interesting talk. Danke für den sehr interessanten Vortrag. Ich habe zwei Fragen, die vielleicht zusammenhängen. Die erste ist, du hast dieses Modell gezeigt, der Realität. Meine erste Frage ist, welche Aktionen bedeutet das, wenn ich die Welt so verstehe, wenn es tatsächlich so ist, was bedeutet das, wie ändert das mein eigenes Verhalten als Mensch, der dieses Modell akzeptiert? Zweitens, und vielleicht auch zusammenhängend, was sind die Implikationen dieser Veränderung? Glaubst du, dass künstliche Intelligenz mit diesem Modell konstruiert werden könnte, dass so ein Gedächtnis haben könnte? Was würden die Implikationen? Das ist eine fraktale Frage, aber ich glaube, du verstehst. Insgesamt denke ich, dass die Unterschiede dieses Modells auf das tägliche Leben sind vernachlässigbar. Wir wollen glücklich sein. Und wir haben Spaß dabei, dieses Zeug hier anzuschauen. Aber das ist jetzt nicht Spaß daran, wie das Universum funktioniert. Die Vorteile, die ich habe, wenn ich nicht darüber verwirrt bin, wie ich selber funktioniere, dann hilft ja dieses
dieses Modell vielleicht. Deine anderen Modelle sind vielleicht nicht so haltbar. Und wenn du verstehst, dass dein Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert, weil du halt diesem Modell folgst, dann kannst du halt besser damit umgehen. Und dann kannst du besser deine Ziele erreichen. Und das ist aus meiner Perspektive eine nützliche Sache, die man tun kann. Es ist auch natürlich gut, um unsere eigene Psychologie zu verstehen. Und solche Maschinen zu bauen, das kann uns auch helfen, Probleme zu lösen, die wir hier haben. Es hilft auch, Maschinen zu bauen, die uns helfen. Aber es wird schwierig sein, die einzugrenzen, die Maschinen. Es ist so, dass ich da sehr Angst habe. Und diese Maschinen, die spielen ein sehr kurzes Spiel. Und wenn wir anschauen, wie der Aktienmarkt manipuliert wird, die leben nur eine kurze Zeit und die simulieren das so. Und das kann dazu führen, dass Millionen von Leuten umgebracht werden, weil das Finanzsystem das Belohnungssystem ist, was hier in dieser Welt existiert. Das heißt also, wir müssten im Prinzip das gesamte Finanzsystem in eine künstliche Intelligenz umwandeln, die ein langes Spiel spielt. Aber wir wissen nicht, wie wir das tun machen sollen. Wir haben eine kurze Zeit übrig, eine bewusste Spezies zu sein auf dieser Welt. So wie das momentan funktioniert, das wird nicht haltbar sein. Und wir haben jetzt diese Lebenszeit und vielleicht noch zwei mehr. Und da können wir verstehen, wie das Universum funktioniert. Und das finde ich faszinierend. I think that was a very positive outlook. Ich glaube, es war ein sehr positiver Ausblick. Let's continue with microphone number 4. Mikrofon Nummer 4 geht es weiter. Well, brilliant talk, monkey. Hervorragender Arbeit. Or brilliant monkey. So don't worry about being a monkey. It's okay. Hervorragender Affe, ärger dich nicht darüber, ein Affe zu sein. Es ist okay. Boring, but I think fundamental question. Aber ich denke sehr fundamentale Fragen. Physical level. Nicht so philosophisch, aber mehr physikalisch. Was ist deine formale Definition eines Beobachters, was du hier und da erwähnt hast? Und zweitens, kannst du klar machen, warum relative information of Shannon's, warum es nur relative Informationen von Kanälen gibt, was für mich nicht zwingend ein Beobachter ist etwas, was informell das Universum interpretiert. Formell ist es eine Korrelation zwischen nebeneinander liegenden Zuständen der Umgebung. Und die beschreiben, wie Information sich bewegt zwischen den Orten bewegt wird. Der Big Bang war der hypothetische Zustand, wo Information und Lokation alle gleich waren. Und die bewegen sich alle vorwärts in dieser Zeit. Und ein Beobachter ist jemand, der diese Umgebung beobachtet und immer wieder diese Zustände anschaut und versucht herauszufinden, was sich da verändert hat und wie die Information sich dabei verändert hat. Das hängt von der Fähigkeit des Beobachters ab, das zu modellieren und der Geschwindigkeit, wie er das in seine eigene Wahrnehmung übersetzt. Und die Shannon-Entropie, relative Information. Es gibt mehrere Vorstellungen von, was Information ist. Da gibt es, wie Information über einen Kanal aussieht. Und die hängen irgendwie zusammen. Für mich, ein Programmierer, ist es nicht so wichtig, diese Shannon-Information anzuschauen.
ich schaue mir das an, was ich brauche, um die Evolution eines Systems zu beschreiben. Ich schaue mir an, was für ein Modell kodiert werden kann mit dieser Information. Und wie es zu dem Modell in Beziehung steht, was ich modellieren möchte. Okay, danke. Lasst uns zurückgehen zu eine Frage stellen und ich würde gerne eine Frage von Nummer 3 haben. Danke für diesen interessanten Vortrag. Meine Frage ist, glaubst du, dass Intelligenz und dieses Denken über sich selbst, Nachdenken über dieses abstrakte Wissenslevel, ist das zusammenhängend? Kann etwas nur intelligent sein, wenn es abstraktes Denken hat? Ich denke, man kann Modelle ohne abstraktes Gedanken machen. Und die Modelle, die abstrakte Gedanken sind sehr verarmt. Wenn ich also Stecknadeln habe, dann kann ich damit in einem Teppich ein paar Knoten in Ordnung bringen. Aber die meisten unserer Modelle sind Wahrnehmung. Und die Fähigkeit, solche Modelle zu machen, ist häufig durch Instinkte gegeben. Und wenn ich viel abstrakt denke, dann ist es ein Anzeichen, dass man eine Prothese verwendet. Ich denke, dass die abstrakten Dinger sind, dass meine grundlegenden Modelle falsch sind. Wir haben eine Frage von unserem Streambeobachter, eine Frage vom Internet. Ich schätze, die Frage ist auch dazu, hängt damit zusammen. Was würdest du sagen, muss man sein Gedächtnis, sein Gehirn trainieren, damit es einem besser geht? Das Schwierige ist, wenn du Zugang zu deinem Quellcode hast, dann kannst du schlimme Dinge tun. Und es ist gefährlich, da Zugriff zu machen, weil man schlechte Sachen machen kann. Meine Kinder denken, der Grund, warum sie nicht alle Cookies kriegen, ist, weil es ein Ressourcenproblem gibt. Die Eltern geben ihnen die Kekse nicht, die ihnen eigentlich zustehen. Und wenn du deinen Raum, dein Zimmer saugst, dann kriegst du Cookies. Die physikalische Welt generiert keinen Schmerz. Der Grund, dass das etwas für uns bedeutet, ist eine Entscheidung, die unser Gehirn macht. Es ist man nicht selbst, sondern es ist ein äußeres System. Das heißt, der Trick, wenn man vollkommene Kontrolle erreichen will, ist, dass man das kontrolliert. Ich möchte nicht depersonalisieren, weil man dann hinterher sich für nichts mehr interessiert. Glaub mir, ich laufe auf dem Gehirn dieser Person, aber es interessiert mich nicht, was mit dieser Person passiert. Das kann gut für sich sein, aber schlecht für deine Familie. Dahin zu kommen, geht zum Beispiel über religiöse oder schamanische Rituale. Damit kann man am Selbst vorbei und direkt mit dem Gehirn reden. Es wird ein Zustand hergestellt, der sich natürlich anfühlt. Und es gibt viele Tricks. Man kann auch was Spezielles identifizieren, was falsch ist, und sich die Frage stellen, warum muss ich darunter jetzt leiden? Es hilft mir vielleicht, dass ich darüber halt traurig bin. Und das hilft mir. Irgendwie heißt es, erwachsen zu werden, dass man seine eigenen Emotionen im Griff hat. Okay, lasst uns mit Mikrofon Nummer 2 weitermachen, und ich denke, das ist eine der letzten Fragen. So, where does pain fit on the individual and auf dem individuellen tendencies on the group level und auf dieser zerstörend auf dem Gruppenlevel?
irgendwie kommt die ganze, das ganze Bewusstsein daher, dass man nicht, keine Einigkeit hat, wie die Welt funktioniert. Wenn man meditiert, dann fokussiert man auf einen Feedback Loop, der und Spaß ist, wenn der Feedback Loop näher am Zielwert ist, und Schmerz ist, wenn er weiter weg ist. Das ist dann besser als merklich gut, ist unmerklich gut, dann war es nämlich nie da. Wenn man also einen Bedarf für Sex hat, der vorher nicht erfüllt war, dann ist das ein Schmerz. Und Schmerz ist nicht inhärent schlecht. Und es hilft auch meinem Gehirn, besser zu funktionieren. In der Gruppe, da werden Individuen ausgewählt. Leute emulieren das, was die Gruppe will. Jeder denkt für sich selbst, als wären sie die Gruppe. Und sie haben Begrenzungen darauf, was möglich und erlaubt ist zu denken. Ich habe das jetzt noch nicht geschafft, das in meinem eigenen Gehirn zu machen. Und wahrscheinlich seid ihr ähnlich. Das ist die Kondition eines Nerds, und die haben Schwierigkeiten, sich anzupassen. Also es ist schwierig für uns, unser Hirn so einzuschränken. Wir wollen angenommen werden, so wie wir sind, nicht dafür, dass wir anders sind. Es fühlt sich schlecht an, sich anzupassen. Und das kann durchaus sein, dass das ein üblicher Gedankengang ist hier unter den Leuten. I think the Q&A and the talk was equally Fragen und Antworten und der Vortrag war gleich faszinierend, und ich würde gern dir weiter zuhören, Jascha, wie ich und wie wir alle arbeiten. Das war sehr beeindruckend, und bitte nochmal eine große Runde Applaus für Jascha.